Was ist das Peinlichste, was je passiert ist? Das ist die peinlichste Geschichte. Die peinlichste Geschichte, die du je gehört hast. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute kommt endlich das Q&A-Video, was ich vor so vielen Monaten versprochen hatte. Doch heute richtig. Alright. Ich würde sagen, wir fangen direkt damit an. Die erste Frage lautet, warum hast du mit YouTube angefangen? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es war so. Ich brauche eine Plattform, auf der ich mich repräsentieren kann. Ich muss die Trends kennen, ich muss ein paar Darsteller kennen, ich muss... Warte mal. Ja, genau, die zweite Frage ist, ist es ganz normal, dass man sich nach deinen Videos gerne umbringen möchte? Henrik, wie findest du meine Videos? Sad life. Naja. Die dritte Frage lautet, welche Farbe dominiert dein Kleiderschrank? Scheiß Frage. Die vierte Frage ist, wie sieht dein idealer Morgen für dich aus? So. Guten Morgen. Aufstehen. Die fünfte Frage lautet, wofür bist du deinen Eltern so richtig dankbar? Und das ist eine richtig, 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 richtig gute Frage, das weiß ich selber nicht. Nee, Spaß, in erster Regel bin ich natürlich übelst dankbar für diese krasse Freiheit, die mir gelassen wurde und immer noch wird. Das hat mich einfach übelst geprägt, das hat mich richtig selbstständig gemacht und ich bin möglicherweise auch überlebensfähig. Ja gut, ich weiß nicht mehr, welche Frage das ist. Ich kann nicht rechnen. Nee, Corona hat meine Rechnen... Nee. Die nächste Frage lautet, was willst du mit den letzten 10 Euro machen? Stopp! Ja, willst du. Die nächste Frage ist, wie bist du eigentlich auf die Musik gekommen? Dazu muss ich sagen, ich bin 100% musikalisch geprägt von allen Seiten. Komplett. Daher bin ich nicht auf die Musik gekommen, sondern die Musik ist auf mich gekommen. Die nächste Frage lautet, wie würden sich deine Eltern beschreiben? Und das ist ja interessant, das interessiert mich auch. Theodor ist... Eine große Enttäuschung. Im Nachhinein hätte ich lieber einen Hund gehabt. Die nächste Frage lautet, was machst du, wenn jemand einen bösen Kommentar schreibt? Ich muss ehrlich sagen, sowas kann ich nicht ernst nehmen. Also mein erstes Video hat jemand geschrieben, hör auf mit YouTube, das schaffst du eh nicht und so, lösch deinen Kanal. Und hätte ich auf ihn gehört, dann wäre ich nicht, wo ich heute bin. Immer noch ohne Geld und... Warte mal, der hat recht. Ich versuche so den Kommentaren gar keine Beachtung zu schenken. Wenn ich solche Kommentare lese, dann... How you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, you just can't get into it because they would never understand. Also komplett
unemotional. Die nächste Frage, was könnten Leute aus seinem Leben lernen? Und ich denke, dass meine Traubewältigung gut ist. They ask you how you are. Was ich Leuten mitgeben würde, ist, mach das, worauf du einfach Bock hast, ja. Wenn du keinen Bock auf Schule hast, ja, du musst halt hingehen, ja. Du kommst nicht dran vorbei. Trotzdem kannst du gucken, dass du die ganzen Aktivitäten darum so planst, dass du einfach genügend oder möglichst viel Freiheit hast, dass du irgendwie auch nicht verzweifelst in der ganzen Schulzeit, die du absitzen musst. Die nächste Frage ist, bist du eine ruhige Person? Da kann ich auf jeden Fall nur mit Nein antworten. Aber ich bin auch damit glücklich, dass ich so ein kleines Stück weit durchgeknallt bin. Das macht mich auch ein bisschen einzigartig, oder? 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 They ask you how you are. Hi Leute, ich bin die Oma von diesem großen Jungen und ich bin ganz stolz, dass ich ihn habe. Ja. Nein. Ich wollte euch sagen, ich habe so ein bisschen übers Leben nachgedacht und ich habe ein Kinderbuch geschrieben, das auch durchaus größere Kinder lesen dürfen. Und zwar heißt dieses Buch Briefe an Cedric und ich wollte euch herausfordern, hört doch mal rein in diese Geschichten. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das Buch auch erwerben. Es ist ziemlich allgemeingültig und es geht einigen Geheimnissen auf die Spur, oder? Auf jeden Fall. Ich werde am Ende den YouTube-Kanal von meiner Oma verlinken. Da hat sie ein paar Geschichten schon von sich verlesen. Auf jeden Fall mal reinklicken am Ende des Videos. Alles weiter klar. Geht's. Kommen wir nun zur letzten Frage für heute. Und das ist die Frage, was ist das Peinlichste, was je passiert ist? Das ist eine sehr, 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 sehr peinliche Geschichte. Es hat viele Momente, wo man sich denkt, nur als Zuschauer möchte ich gerne im Boden versinken. Und das ist in Ordnung so. Weil ich denke, das ist die peinlichste Geschichte. Die peinlichste Geschichte ist, die du je gehört hast. Wirklich. Na gut, es ist schon dämm peinlich. Die meisten Leute, die mich persönlich kennen, wissen einfach, dass ich so ein bisschen komisch bin. Also von einer anderen Art her. Viele Leute würden mich als schwul bezeichnen, was allerdings einfach nicht stimmt. Ich bin nicht schwul. Sagen aber die meisten komischerweise, weil mein Umgang mit anderen Jungs meistens sehr close ist. Allerdings ist es noch lange nicht schwul. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch eigentlich erschreckend, dass es immer direkt als schwul abgestempelt wird. Im Prinzip behandle ich Jungs, wie sich Mädchen untereinander behandeln. Und dann ist es natürlich direkt schwul. Allerdings möchte ich mich nicht um dieses Thema aufregen, das ist noch ein ganz anderer Punkt. Aber wäre es nicht so, dass ich Jungs so behandeln würde, dann wäre das wahrscheinlich nie passiert. Für mich ist es total normal, einfach Freunde oder so einfach mal einen Slap auf den Arsch zu geben. Das ist einfach komplett normal für mich. Also ich denke mir einfach nichts dabei. Eines Tages war es so, dass ich mir nach einem Konzert von so einem Chor dachte, yo, keine Ahnung, gibst deinem Homie doch mal einen richtigen Slap auf den Arsch und haust dann ab, ja? Das war kurz bevor wir alle gegangen sind. Ja, und dann bin ich natürlich vollkommen in meine Hand und ich hab einfach so richtig hart durch, ne? Auf meinen Kumpel, der sich aber gerade so nach unten gebückt hat, nach seiner Tasche geguckt hat, bin ich so langsam rausgelaufen. Auf einmal höre ich hinter mir so eine Stimme: Herr Döring. Ja, da wusste ich, dass ich am Arsch war. Weil das war nicht mein Homie. Das war nicht mein Freund, den ich da geslappt hatte. Ich meine, es wäre sehr peinlich gewesen, wenn ich irgendein Mädchen oder so gehauen hätte aus Versehen. Aber nein, es geht natürlich noch schlimmer. Ich habe aus Versehen einen Lehrer. Einen fucking Lehrer. Auf den Arsch gehauen. Volle Kanne. Ich hab übelst durchgezogen. Das war mir so damn peinlich, ich bin einfach erstmal rausgegangen. Das war so, fuck, das ist nicht passiert, Alter. Ich schäme mich für sehr wenige Sachen, aber das war mir schon damn peinlich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr jetzt kostenlos abonnieren. Aktiviert die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das Video teilen würdet. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.